Kammerflimmern ist eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung und dabei schlägt das Herz so schnell und unregelmäßig, dass kein Blutauswurf mehr zustande kommt. Schon nach wenigen Minuten ohne Blutzirkulation treten beim Kammerflimmern irreparable Schäden am Gehirn auf. Forscher am Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung in Göttingen arbeiten an einer Methode, um die Ursachen des Kammerflimmerns im Herzmuskel sichtbar zu machen und neue Therapiemöglichkeiten zu eröffnen. Seit mehr als 100 Jahren versuchen Kliniker und Grundlagenforscher gemeinsam zu verstehen, was ist Fibrillation. Mit der von uns jetzt neu entwickelten Messmethode können wir erstmals die Wirbel sichtbar machen, die sich im Inneren des Herzmuskels bewegen und so ein grundlegendes Verständnis von Herzrhythmusstörungen gewinnen. Jan Christoph und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation haben sich in ihren Experimenten auf die Spur der Wirbel begeben. Wir nutzen die neueste Generation von Ultraschallgeräten, um das menschliche Herz in 3D und bei sehr hohen Aufnahmegeschwindigkeiten aufzunehmen. Wir verknüpfen mit diesem Verfahren sehr eng elektrophysiologische Prozesse im Herzen während des Kammerflimmerns mit Strukturaufnahmen des Herzens. Konventioneller Ultraschall nimmt das Herz auf, man sieht dabei die Wandbewegung. Und wir haben diesmal die Wandbewegung mit elektrischen Phänomenen im Herzen korreliert. Während Kammerflimmern sieht man im Herzen wirbelartig rotierende Wellen, elektrische Wellen. Diese Wellen verursachen die schnellen Kontraktionen während der Fibrillation. Und wir konnten zeigen, dass die Wanddeformationen sehr ähnliche kreisende Bewegungen ausführen, die sich sehr gut korrelieren lassen mit der elektrischen Erregung. Neben Durchblutungsstörungen und Herzinfarkt können auch fehlerhafte Nervensignale im Herzmuskel Rhythmusstörungen verursachen. Durch die korrelierten Messwerte könnten Ärzte in Zukunft schon auf Ultraschallbildern erkennen, wo die Störung ihren Ursprung hat. Wir haben zu Validierungszwecken dieses Gerät verwendet in Ex-Vivo-Experimenten, wo wir isolierte Herzen in einem Wassertank untersucht haben. Dazu haben wir zusätzlich Fluoreszenz, High-Speed-Fluoreszenz-Mapping benutzt, EKG-Aufnahmen, um eben die elektrische Erregung im Herzen korrelieren zu können mit der mechanischen Wandverformung. Wir konnten zudem zusätzlich nicht nur die elektrischen Phänomene, sondern auch das intrazelluläre Calcium im Herzen beobachten. Das intrazelluläre Calcium ist dafür verantwortlich, dass die Herzwand kontrahiert. Und wir konnten nun alle drei Dinge, elektrische Erregung, intrazelluläre Calciumausschüttung und mechanische Wandverformung korrelieren, konnten sehen, dass Wirbelmuster in allen dreien Modalitäten existieren und dass sie sehr stark miteinander korrelieren. Allerdings kann dieses Verfahren, wenn es im Patienten angewendet werden sollte, rein auf Ultraschall basiert sein. Die neue Bildgebungstechnik soll an der Universitätsmedizin Göttingen erstmals zum Einsatz kommen. Professor Gerd Hasenfuß sieht weitere Anwendungen, die vielen Herzpatienten zugutekommen können. Die Technik wollen wir ab nächsten Monat einsetzen, weil sie mit konventionellen Ultraschallgeräten durchgeführt werden kann. Im Hinblick auf Rhythmusstörungen, es dreht sich nicht nur um Kammerflimmern, sondern auch um sogenannte Tachykardien, wo noch eine geordnete Tätigkeit vorhanden ist, versprechen wir uns neue, bessere Behandlungsmöglichkeiten. Man kann diese Rhythmusstörungen dadurch behandeln, dass man den Ort, wo sie entstehen, verödet über eine Kathetertechnik. Es ist aber recht komplex, diesen Ort herauszufinden. Und mit der neuen Technik versprechen wir uns eine wesentlich bessere Lokalisation für diese Therapie, die sogenannte Ablationsbehandlung von Rhythmusstörungen.